Gell, es ist kalt da innen. Jetzt lüt doch endlich am F&T an. Die dichten die Fenster in einem Tag ab. Ja, Schätzeli, mach es sofort. F&T Fensterabdichtung. Rissen Sie Ihre Fenster nicht raus. Wir sanieren sie. Heißhunger auf Mexiko. Also für mich ist normalerweise ein Waldfest schlicht und einfach eine Wurst mit einem Bäuerli oder einem Stückchen Brot. Aber bei mir ist der Christoph Südling. Christoph, du bist Förster hier oben. Was haben wir denn hier für ein Waldfest? Ja, also wir haben hier das Binding-Waldfest. Das heisst, wir haben eine lokale Preisfeier, die hier durchgeführt wird von der Forstbetriebsgemeinschaft am Blauen. Jetzt hast du gesagt, Binding. Was ist denn Binding? Die haben einen Preis gekriegt. Da musst du mir jetzt aufklären. Binding, das ist der grösste Naturschutzpreis von der Schweiz, den man kann gewinnen sozusagen, gewinnen in Anführungszeichen, den man bekommt für Leistungen, die man macht im Wald. Die Binding-Stiftung schreibt alle Jahre ein Ziel aus, das sie prämieren wollen. Und das Ziel ist das, ja gesehen, ökologisch, ökonomisch erfolgreicher Forstbetrieb mit hoher Dialogkultur. Das heisst, dass man ökonomisch erfolgreich ist und dann ökologisch, dass man sehr viel schafft in der Biodiversität. Und Dialog heisst, dass wir sehr viel geschafft haben mit den Gemeinden, in der Öffentlichkeit und so. Und überall das Volk einfach immer mitnimmt und informiert, was auch gemacht wird im Wald. Ein weiteres wichtiges Thema, das natürlich auch in den Wald hineingehört, sind unsere Bienen. Wie geht es denn den Bienen generell? Man hat immer wieder gehört, Bienenvölker sterben. Wie ist der Stand? Ja, man hat das jetzt gestern wieder in den Nachrichten gehört, dass mit den Honigbienen recht ein Problem ist, wegen der Varroamilben, oder? Aber dann gibt es eben andere Bienen, das sind eben die Wildbienen. Und die Wildbienen haben auch ein Problem. Wir haben einfach den Lebensraum, der immer mehr zurückgeht wegen der Wildbienen, oder? Man hat Nahrung nicht mehr, das heisst, Wiesenblumen fehlen. Man hat die Nischen nicht mehr, wo sie sich können, vermehren, oder? Wo sie rein können. Und darum bieten wir hier eigentlich beim Wildbienenhäuschenbau eine Möglichkeit, ein bisschen sensibilisieren auf das. Das heisst, die Kinder können hier in einen Holzblock in Löcher reinbohren, wo die Bienen nachher können reingehen und sie dort können vermehren. Aber gleichzeitig bieten wir auch Prospekte an, wo Leute ein bisschen informiert werden, was für Blumen und was für Pflanzen könnte man in den Garten einsetzen, wo auch eine Nahrung darstellt für die Wildbienen. Das ist ganz wichtig, oder? Ja. Wie erkennt man denn den Unterschied zwischen einer Honigbiene und einer Wildbiene? Bin ich da recht? Die Wildbiene ist ein bisschen kleiner. Es gibt aber auch ganz grosse Holzbienen. Gibt's auch. Aber es ist so, die Wildbienen sind grundsätzlich kleiner, aber es gibt auch Wildbienen, die etwa gleich gross sind wie die Honigbienen. Also der Unterschied, der einfach wichtig ist, das ist, die Honigbiene lebt im Staat und die Wildbiene lebt solitär. Also das heisst, die wohnt allein, die darf für sich allein eine Brut aufbauen und wenn sie das gemacht hat, stirbt sie. Das ist ihre Aufgabe. Das heisst, die Jungen, die werden ihre Eltern nie sehen, oder? Das ist noch happig, oder? Ja. Brutal, aber jetzt sag mal, wieso machen du denn so viele Löcher drin, wenn sie immer allein wohnt? Ja, also, so. Ist das, damit es ein Mehrfamilienhaus gibt für eine Biene? Nein, es ist eigentlich mehr für uns, dass es einfach, dass ein bisschen etwas los ist, oder? In diesem Bienenhäuschen. Und vor allem, wir machen verschiedene grosse Löcher drin. Das heisst, es hat kleine von 3 mm bis 10 mm. Und das gibt natürlich ein gewisses Wohnungsangebot für verschiedene Wildbienenarten, oder? Das finde ich noch einen wichtigen Aspekt, oder? Aber tut sich denn dort nicht jetzt auch ein Borkenkäfer ein? Ich meine, wenn der gerade so eine Wohnung vorfindet? Nein, ein Borkenkäfer nistet sich dort nicht ein. Weil der Borkenkäfer, der geht ja gerne ins lebige Holz rein. Der geht ins Cambium rein, dort, von der Tanne hauptsächlich. Und das tun wir hier überhaupt nicht anbieten. Stopp, stopp, was ist das Cambium? Das Cambium ist die Schicht beim Holz, beim Baum, wo zellfähige Zellen sind, wo der Baum eigentlich das Wachstum dort vollbringen, oder? Genau. Also wir haben hier eine der grössten Wildbienenarten, die es gibt in der Schweiz. Man kennt die vielleicht noch nie so. Meistens hat man vielleicht Angst, wenn man die sieht. Aber das ist eine ganz schöne. Sie hat so lila-blaue Flügel. Und wenn die kommt fliegen, macht die relativ einen grossen Lärm. Also das brummt richtig. Aber man muss keine Angst haben vor den Wildbienen. Weil Wildbienen können grundsätzlich schon stechen. Aber sie dürfen nicht stechen. Weil erstens sie einen schwachen Stachel haben, für unsere menschliche Haut durchdringen. Und zweitens, weil sie nicht angriffslustig sind. Das kommt noch dazu. Was ist denn der Sinn von einer Wildbiene? Ja, eigentlich auch Bestäubung von der Pflanzen. Das ist ganz wichtig, oder? Weil das ist eine Symbiose. Die Wildbienen leben mit Symbiose mit gewissen Pflanzenarten zusammen. Die Pflanze kommt etwas über, sie wird bestäubt. Und die Wildbiene kommt etwas über, das ist der Pollen und der Nektar.
Das ist ganz eine einfache Symbiose, wie viele Bäume im Wald auch mit Bodenpilz, mit den sogenannten Mykorrhizapilzen zusammenlebt, oder? Der eine gibt Zucker und der andere gibt Nährstoff. Das ist ganz speziell, in der Natur ist das so. Gerne. Jetzt haben wir hier ein wundervolles Sammelsurium gefunden von allen Pilzen. Glaub, was gibt bei mir, ist der Klaus. Klaus, sag mal, findet man die Pilze wirklich alle noch im Wald oder habt ihr jetzt die natürlich gehackt und pflegt, um sie hier ausstellen? Das ist jetzt eine Pilzkollektion, die aus dem Wald, aus der Umgebung vom Blauen kommt. Ja, und hat es denn noch genug von diesen Pilzen oder ist das dieses Jahr speziell gut gegangen? Ich meine, es sind ja Prachtexemplare. Es hat natürlich dabei Pilze, die stark unter Druck kommen, weil sie gesammelt werden oder weil sie jeder kennt. Also der Steinpilz und den Eierschwamm und vielleicht auch eine Totentrompete, oder? Das ist bekannt. Die werden gesammelt, oder? Die stehen dann unter Druck, aber nachher hat es sehr viele Pilze, die nicht bekannt sind, die nicht essbar sind, oder? Und denen ist es sehr wohl, oder? In unseren Wäldern da. Du hast jetzt gerade das Hauptproblem angesprochen, Pilze, die bekannt sind, aber eben, es gibt ganz viele, also man geht auch heute nicht gell, einfach in den Wald rein, irgendwelche Pilze sammeln und schnetzelt die daheim in die Pfanne. Muss man sie immer kontrollieren lassen? Das ist eine absolute Notwendigkeit, wenn man nicht wirklich Experten ist oder wenn man nicht wirklich nur die Pilze sammelt, die man ganz sicher kennt. Ist also der Gang zum Pilzkontrolleur, das ist fast unumgänglich. Wie geht es denn den Pilz jetzt mit der heutigen Zeit, mit den heutigen Umwelteinflüssen? Zum Glück gibt es in der Schweiz eine Langzeitstudie, die über Jahrzehnte lang das Pilzwachstum und die Pilzflora kartiert oder, und beobachtet. Und dann kommt alle 5 Jahre kommt ein Bulletin raus, wo die statistischen Auswertungen bekannt gegeben werden. Und dort drinnen ist deutlich, dass gewisse Pilze wieder verschwinden, nicht mehr gefunden werden, nicht mehr gemeldet werden als Fund, oder? Es ist aber möglich, dass die nach ein paar Jahren wiederkommen. Also grundsätzlich gibt es ganz wenige Pilze, wo man jetzt in den letzten Jahren sich wirklich fragt, ob sie echt verschwinden. Dann habe ich im Hintergrund gesehen, eine Pilzausstellung erwartet ist, da dürftest du mir gerne die Leute noch einladen dazu. Ja, unsere Pilzausstellung in Zwingen, sie ist dieses Jahr in Zwingen, weil wir sonst alle im Gymnasium laufen waren. Das ist eine sehr grosse, sehr umfangreiche und sehr schöne Pilzausstellung. Wir haben einen tollen Parkour gemacht. Es geht wirklich darum, auch die Menschen weiterhin zu informieren, wie man denn mit dem Wald umgeht, wie man da wirklich erlebt mit dem Wald zusammen. Genau, das tut mir in der heutigen Zeit sehr wichtig. Der Wald ist jetzt sehr stark genutzt. Wir benutzen ihn alle auf irgendeine Art oder Weise und das ist zunehmend. Und wichtig ist auch von der Forstseite her, dass der Wald nicht nur für die Waldpflege da ist und für die Biodiversität, sondern dass wir auf der Forstseite auch langsam sehen, wir müssen auch dort einen Schritt machen und mit diesem Erholungsdruck können umzugehen, können zu lernen und auch den können dann richtig in den Wald hineinzubringen. So, dass man den Wald dann den nächsten Generationen wieder weitergeben kann. Was hat sich denn jetzt verändert, wenn man zurückschaut zu früher? Was sind die Problematiken, die man heute im Wald antrifft? Also Problematiken sind, einer Teil sind die klimatischen, das heisst die starken Wechsel, die wir haben, also von trocken, nass, kalt, warm. Es ist einfach ein Stress, der auf den Wald zukommt, der immer grösser wird. Das merken wir selber alle, auch im eigenen Körper. Und das andere ist natürlich der Druck, der von der Öffentlichkeit auf den Wald zukommt. Wir sind immer viel mehr Leute und wir wollen alle Erholung. Wir haben ihn dann meistens im Wald. Und im Wald ist es so, der Wald kann man einfach gehen, da muss man nichts zahlen. Das ist ein öffentliches Sportstadion. Und da wollen wir zusammen schauen, dass wir hier den Wald sozusagen in 3 Teile aufteilen können. Das eine ist dort, wo wir die Waldpflege machen. Das andere ist dort, wo wir die Biodiversität haben. Das heisst, wo wir den Naturschutz und den Wald so belohnen können, wie er von Natur auf ist. Und das dritte ist, dass wir dort mit einem Teil haben, wo wir für die Erholungssuchenden haben können.